Ich möchte heute mit euch eine Bibelstelle lesen, und zwar, ich hoffe, dass ihr beim letzten Mal zugehört habt. Wenn nicht, hört euch nochmal die Predigt an. Man kann sie bei uns auf der Webseite finden, unter www.casinogemeinde.de, und dann dort irgendwo gibt es die Abteilung Predigten und Download. Da könnt ihr dann die Predigt runterladen. Das letzte Mal haben wir über einen Sturm gehört. Wir haben gehört, wie die Jünger auf dem Boot waren, die Freunde von Jesus auf dem Boot waren, und ein riesiger Sturm kam auf, es hat gedonnert, Wellen kamen ins Boot hinein, und die Jünger hatten mega Angst, sie waren in Panik, aber Jesus war irgendwo hinten im Schiff und er schlief ganz tief und ganz fest und komplett unbekümmert und unbesorgt. Und die Jünger kamen zu ihm in Panik und sagten zu ihm: Herr, kümmert es dich denn gar nicht, dass wir umkommen? Und dann stand Jesus auf, bedrohte den Sturm, bedrohte die Wellen, und alles wurde still. Und die Jünger waren erschrocken und überrascht, was ist das denn für ein Typ, der sowas machen kann und tun kann. Und heute werden wir eine Geschichte lesen, wo die Jünger schlafen und Jesus Angst hat und besorgt ist. Ich habe mich dann beim letzten Mal auch gefragt, sag mal, wo gibt es eigentlich in der Bibel eine Stelle, wo Jesus einmal Angst hatte, so richtig Angst hatte? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nur eine einzige Stelle gefunden. Wir als Menschen, wir haben ja so vor vielen Dingen Angst. Besonders gerade in dieser Zeit mit dem Virus, das so sich so ausbreitet und so. Und wir hören von Tod hier, Tod da und schreckliche Situationen und so. Und immer wenn uns solche Nachrichten erreichen, dann packt uns auch immer auch ein bisschen die Furcht. Wir haben aber nicht nur Furcht vor Krankheiten und Tod, wir haben Angst vor Geldnot, wir haben Angst, unsere Jobs zu verlieren. Vielleicht haben auch viele Unternehmer gerade Angst. Wie wird mein Betrieb sein? Wie wird das laufen? Wie werde ich durch diese Zeit durchkommen? Wie soll es werden? Und so haben wir unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Nöte. Aber Jesus, er hatte nirgendwo, an keiner Stelle irgendwo so wirklich Angst, außer an einer einzigen. Einmal kamen Leute zu ihm, die wollten ihn umbringen. Er hat keine Angst. Einmal wollte man eine Frau steinigen, aber Jesus behält komplett die Ruhe, spricht einen Satz und mit einem Satz macht er diese Frau frei von jeder Situation. Ja? Die sind auf dem Sturm, Jesus hat keine Angst. Und er spricht immer Mut zu und er ermutigt die Jünger: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Aber hier gibt es eine Stelle, da hat Jesus wirklich Angst. Ich lese vor aus Matthäus 26, aus Matthäus 26 ab Vers 36 bis Vers 46. Ich glaube, der Text wird auch eingeblendet. Ihr könnt eure Bibel zur Hand nehmen oder ihr könnt natürlich dann via Text mitlesen. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann kommt er zu seinen Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also, nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wachet und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in Sündenhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert.
Also hier mal eine ganz andere Situation. Die Jünger sind am Pennen, Jesus ist voller Angst. Davor hatten wir es genau umgekehrt. Und ich kenne das auch, ich bin vom Typ her eine Schlafmütze. Also ich glaube, ich könnte den ganzen Tag schlafen. Und ganz oft kenne ich den Zustand, wo meine Augen beschwert sind. Und wahrscheinlich kennt ihr das auch aus eurem Leben, besonders in Gottesdiensten. Also ich habe wirklich schon mal in Gottesdiensten also die besten Schlafeinheiten gehabt, die man wirklich haben kann. Das waren so richtig schöne Träume, die man da haben kann. Mit offenen Augen ist man plötzlich ganz weit weg. Plötzlich wird der Prediger einmal laut und man schreckt auf und ist mal wieder da und so. Und dann dauert es wieder nicht lange, bis man wieder abdriftet. Deshalb kann ich die Situation der Jünger verstehen. Ich bin auch so ein Typ, der, wenn er richtig müde ist, kann man mit mir nichts anfangen. Ja? Deshalb verurteile ich sie hier nicht, sondern ja, ich bin froh, dass Jesus da war und dass er durchgekämpft hat für sie. Ja? Und Jesus hat hier Angst. Jesus hat hier große Bedrängnis. Das heißt, er hat eine Angst, die bis in den Tod hineingeht. Ich weiß nicht genau, ob ihr das schon mal so zum Ausdruck gebracht habt. Habt ihr schon mal eine Angst gehabt bis in den Tod? So eine Furcht in der Seele, so eine Panik in euch drinne, so eine Angst, was ist, wenn jetzt kommt der Tod, bis in den Tod, einfach ein Todesgefühl ist da, das dich komplett beherrscht, von innen heraus, und äußerlich, körperlich spürst du das alles in dir. Und so geht es Jesus gerade in diesem Moment, eine tiefe, starke Angst. Davor die Ruhe in Person, nichts kann ihn anhaben, immer stark, immer kontrolliert, immer bedächtig, immer das richtige Wort. Aber plötzlich in Panik. Und wir können hier eine Sache von Jesus lernen. Was macht denn Jesus in so einer Situation? Er hat zwar seine Jünger, aber er geht nicht zu seinen Jüngern und sagt, Jünger, du, ich habe dieses Problem, ich habe diese große Angst. Macht er nicht. Sondern bei dieser großen und tiefen Angst sagt er zu seinen Jüngern, Jünger, kommt mal mit. Ich denke mal, er hat sie mitgenommen, um ihnen noch was beizubringen. Auch damit sie als Zeugen dabei sind, weil Jesus war, auf der einen Seite war er Mensch, auf der anderen Seite war er Gott, aber auf der anderen Seite war er auch einfach nur ein Vorbild für uns als Mensch. Denn er benutzte nicht diese Göttlichkeit in sich selbst, sondern er benutzte wie ein normaler Mensch den Glauben, und arbeitet damit mit dem Vater zusammen. Und hier als Vorbild zeigt er uns, wie wir auch in solchen Schwierigkeiten und Ängsten umzugehen haben. Er kennt nur eine einzige Adresse, um die Angst zu überwinden. Und das ist sein himmlischer Vater. Er sucht die Beziehung, er sucht die Geistigkeit, er sucht die Connection zu seinem Vater, um diese Ängste, die er in sich selbst hat, zu überwinden. Was machen wir, wenn wir Ängste haben? Was tun wir? Ja? Viele von uns gehen nicht ins Gebet. Viele von uns suchen nach menschlichen Lösungen für ihr Problem. Viele von uns laufen zu anderen Menschen, was auch nicht schlecht ist. Doch wie viele von uns gehen in das Verborgene, machen die Tür zu und dort haben sie Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Dort suchen sie die Verbindung zu Gott und reden mit ihm. Und wir sehen, manchmal ist es gar nicht mal so einfach. Jesus hier betet nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal. Manchmal, auch wenn du betest, auch wenn du zu Gott kommst, bekommst du nicht sofort diesen Trost oder diese Ermutigung. Manchmal ist es ein Suchen und ein Ringen. Wir alle sind wie Blinde, die durch die Gegend laufen und plötzlich finden wir Gott. Und dieses Suchen nennt man in der Bibel Beten. Diese Gemeinschaft haben mit Gott, reden mit Gott, das ist das Gebet. Und Jesus lebt uns das hier vor. Als Sohn Gottes zeigt er uns, wie wir als Menschen zu leben haben und wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten können. Besonders bei großer Angst. Ich habe bei mir so beobachtet, wenn erstmal so eine richtige Furcht in mich hineingekommen ist, meine Seele gepackt hat, oh, dann ist das Gebet so schwer. Obwohl ich bete, ich komme da überhaupt nicht raus. Und deshalb braucht es in diesem Moment Ausdauer und Geduld und auch ein bisschen Kampf. Es heißt im Lukas-Evangelium, die gleiche Stelle über Jesus, dort heißt es, und er betete, oder der Kampf war so intensiv, dass er sogar schwitzte. Ich weiß nicht genau, haben wir schon mal gebetet und geschwitzt beim Gebet? Also ich nicht, ich habe dabei noch nie geschwitzt, glaube ich zumindest. Es sei denn, ich war krank oder so, dann habe ich geschwitzt. Aber Jesus schwitzte und es heißt dort, dass die Schweißtropfen wie Blut, also wie Blutstropfen, das heißt, sie haben eine Größe gehabt, die Blutstropfen von ihm runter
tropften. So intensiv war der Kampf. Und natürlich hat er seine Jünger eingeladen, sagte, hey, meine Jünger, kämpft mit in diesem Moment. Aber sie waren komplett auf einem anderen Level. Sie haben gerade hier gute Gemeinschaft gehabt, sie haben das Abendmahl gefeiert, sie haben gut gegessen. Und natürlich nach dem Essen stellt sich so eine innerliche Müdigkeit ein, man könnte jetzt so gut ein Kissen gebrauchen. Und die Jünger fragen sich, was ist denn los mit Jesus? Ist doch alles in Ordnung, hier ist doch gut, still, niemand da. Aber er ist nervös, sie verstehen nicht seine Nervosität. Jesus führte einen ganz anderen Kampf. Die Jünger waren noch nicht so reif, sie konnten es nicht verstehen. Je mehr wir im Glauben wachsen, geistig auch zunehmen, wird sich unsere Perspektive auch verändern und werden sehen, das ist eine wahre Gefahr und das ist eigentlich keine Gefahr. Und Jesus führte hier einen Kampf. Und was war dieser Kampf? Was betete er hier? Er betete hier, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Dieser Kelch. Ich habe mich gefragt und auch Gedanken gehabt, was könnte das sein? Was könnte dieser Kelch sein? Hat Jesus hier eigentlich jetzt Angst vor dem Tod, weil er ja schon auch ein Prophet ist und auch den Willen Gottes kennt? Und er weiß ganz genau, er wird jetzt in der nächsten Zeit sterben und wird sehr stark und bitterlich am Kreuz leiden müssen. Er wird gefoltert werden. Ist das der Grund, warum Jesus Angst hat? Und ich habe mich gefragt, nee, das ist nicht der Grund. Ich habe die Antwort für mich bekommen, das ist nicht der Grund. Denn an einer anderen Stelle in der Bibel sagt er zu seinen Jüngern diesen Satz. Als Leiter, als Führer dieser Gruppe sagt er zu ihnen, habt keine Angst vor denen, die euren Körper töten können, die euch umbringen können. Habt keine Angst vor diesen Menschen. Und Jesus hat auch diesen Mut auch so ausgelebt. Er hat niemals Angst gehabt vor den Menschen. Aber er sagte, habt Angst vor dem, der eure Seele nehmen kann und in die ewige Verdammnis werfen kann. Habt Angst vor dem, der sozusagen nach dem Tod euch nochmal anpacken kann und ein Gericht halten kann über euch und entscheiden kann, ob ihr in die ewige Verdammnis, also in die ewige Trennung, Finsternis geht oder ins Licht geht, in die Gegenwart Gottes, in das Reich der Liebe. Vor diesem habt Furcht, über diesen macht euch Gedanken über das Danach und welche Konsequenzen unser Leben für das Danach haben wird. Wir stehen alle in diesem Leben. Wir haben jetzt in dieser Zeit festgestellt, das Leben ist gar nicht mal so sicher, wie wir uns das immer so vorgestellt haben. Es ist nicht so kontrolliert, wie wir uns das vorgestellt haben. Plötzlich aus dem Nichts heraus entsteht eine Seuche, die sich über die ganze Welt verbreitet. Und Todesfurcht und Angst herrscht überall. Und Jesus wusste es. Jesus wusste es, dass die Menschen in ständiger Gefahr stehen, vor ihrem himmlischen Vater zu stehen und nicht vorbereitet zu sein. Er weiß ganz genau, sie stehen vor ihm und sie werden vielleicht dort ein ewiges Gericht erhalten und in die ewige Verdammnis gehen. Und Jesus wusste ganz genau, dass in diesem Moment eine wichtige Entscheidung getroffen wird, wie unser Schicksal ausgehen wird. Habt Angst, habt Furcht, sagt er hier, vor dem, der eure Seele zu verderben vermag. Warum ist das so? Warum ist Gott so? Zorniger Gott, das ist irgendwie, damit kann man fast gar nichts mehr anfangen. Aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr um einen zornigen Gott. Es geht darum, genauso wie wir auch in der jetzigen Zeit, haben wir eine Krise, wir haben eine Seuche, wir haben ein Virus. Und Jesus kämpft hier auch gegen ein Virus, aber dieses Virus ist schon Jahrtausende alt. Dieses Virus ist die Sünde, die in den Menschen hineingekommen ist. Und diese Sünde, das ist vielleicht schon ein veraltetes Wort. Irgendwie können damit, glaube ich, viele nicht so anfangen. Ich werde es mal ins heutige Deutsch packen, okay? Die Sünde, das ist irgendwie sowas Böses, sowas irgendwie, was ist das denn überhaupt? Und ins heutige Deutsch gepackt ist es einfach Egoismus. Ganz einfach, Egoismus. Ich stelle mein Ich über den Willen Gottes. Ich stelle meine Bedürfnisse über die Bedürfnisse Gottes. Und dann stelle ich meine Bedürfnisse über die Bedürfnisse anderer, über den Willen anderer und mache, wie ich will. Dieser Egoismus in uns, ja, besonders in schwierigen Zeiten. Ich hab ein paar Nachrichten, Statements gelesen, da heißt es, häusliche Gewalt angestiegen,
Scheidungsrate angestiegen. Gerade in dieser Zeit, wo Leute zu Hause sitzen müssen, auf dem Haufen sitzen, merken sie, wie das Ego gegeneinander prallt und sie eigentlich noch an einer neuen, einer anderen Krankheit leiden, die sie vielleicht gar nicht mehr gemerkt haben. Aber jetzt, wo sie wieder auf dem Haufen sitzen, merken sie, das Ego ist da. Diese wahre Krankheit ist da. Die Krankheit aller Krankheiten, sie ist da. Der Egoismus. Adam und Eva waren im Garten Eden. Und als sie von der Frucht nahmen, sagten sie, ich mache das, was ich will. Ich nehme mein Leben in meine eigene Hand. Ich bin mein eigener Chef. Und das ist das Resultat, was wir davon haben. Als ich im Konfi-Unterricht war, vor einem Jahr noch, dann wurden solche Fragen gestellt wie, nur von der Frucht nehmen ist so eine Kleinigkeit. Wie kann das so große Auswirkungen haben? Irgendwo in China, irgendein Mensch, ja, wurde einfach infiziert. Eine Kleinigkeit. Und hat sich so groß gemacht, plötzlich über die ganze Welt ausgebreitet. Doch dieser Virus, der Virus der Sünde, ist ein Virus, der von Geburt an weitergegeben wird, von Generation zu Generation. Und jede Generation hat damit zu kämpfen. Wir haben in der heutigen Zeit zu kämpfen. Als Menschheit, aber auch persönlich in unserem eigenen Leben. Und Jesus wusste das hier. Er wusste es. Und er wusste, das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Reich der Liebe heißt, im Reich der Liebe können nur selbstlose Menschen hineinkommen. Denn Liebe funktioniert nur da, wo ich klein gemacht bin und den anderen mehr schätze als mich selbst. Und er möchte die Menschen in dieses Reich der Liebe mit hineinnehmen. Und in diesem Reich gibt es also keinen Platz für die Sünde. Es gibt keinen Raum für den Egoismus. Egoistische Menschen können dort nicht hineinkommen. Und das ist das große Dilemma. Und seit tausenden von Jahren sucht Gott nach einem Impfstoff gegen diese Sünde, gegen diese Krankheit. Am Anfang hat er die Menschen einfach gelassen, nach dem Sündenfall. Sie sollten auf ihr Gewissen hören. Hat nicht lange gedauert, bis die ganze Welt voll war mit Egoismus, mit Sünde und mit Tod und Mord und so weiter und so fort. Dann probierte es Gott mit dem Gesetz. Ich gebe mal die 10 Gebote rein. Mal gucken, vielleicht klappt es mit den 10 Geboten, wenn sie eine Richtlinie haben. Vielleicht können sie ja danach leben. Stattdessen, im Gegenteil, wurde alles verdreht. Sie haben das Gesetz gebrochen und die Sündenerkenntnis ist gestiegen. Dann probierte es Gott mit den Propheten. Er schickte Propheten und sagte, Leute, hört doch auf das Gesetz. Wenn ihr das einhaltet, dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet gesegnet sein. Doch die Menschen nahmen diese Propheten und töteten sie. Und zum Schluss, letztendlich hat er den perfekten Impfstoff für uns Menschen gefunden. Und das ist das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi. Als Jesus hier betete, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Diesen Kelch, dieser Kelch, ja, das war der Zorn Gottes. Das war der Zorn Gottes, der uns Menschen richten wird für unseren Egoismus, für unsere Sünde und uns in die Verdammnis werfen sollte. Aber Jesus in diesem Moment, er hat diesen Kampf und das erste Mal in seinem Leben, er hat vorhin gesagt, habt Angst vor dem Zorn Gottes. Und hier demonstrierte er selber, wie man wahre Angst hat vor dem Zorn Gottes. Er selbst ist beängstigt, weil er weiß, er wird jetzt diesen Zorn Gottes auf sich nehmen. Er wird diesen Kelch trinken, den Kelch der Sünde, den Kelch des Zornes. Und die ganze Strafe, die eigentlich wir Menschen verdienen hätten, wird auf ihn geladen werden. Und wisst ihr, was die größte Strafe ist? Die es gibt, das ist nicht mit einer Peitsche ausgepeitscht zu werden oder sowas. Und Jesus wusste das ganz genau. Sondern die größte Strafe, die ein Mensch treffen kann, ist die Trennung von dem lebendigen Gott. Die Trennung von dem Leben. Die Trennung von dem himmlischen Vater. Und das hat genau auch Jesus am Kreuz erlebt. Er hängt dann am Kreuz und schreit und ruft, Vater, Vater oder mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebt dort die Trennung am Kreuz. Und produziert den Impfstoff für uns Menschen, damit wir nie wieder von dem Vater getrennt werden können. Er wird getrennt, damit ich mit dem Vater eins sein kann. Die Sünde, die Krankheit wird entmachtet und hat keinen Wert mehr vor Gott. Schon im Alten Testament war es nämlich so, dass damals, wo die Juden auch ihren Tempel gehabt haben und auch dort Opfer dargebracht haben, das heißt, jedes Mal, wenn sie ein Gebot nicht gehalten haben, mussten sie in den Tempel hineingehen, da wo sie egoistisch waren, wo sie sich über Gott gestellt haben, wo sie sich über andere gestellt haben, mussten sie ein unschuldiges Tier nehmen, ungerecht. Ein unschuldiges Tier nehmen. Das steht so auch im Alten Testament. Und sie mussten mit diesem Tier in den Tempel gehen und dort mussten sie die Hand auf den
Kopf des Tieres legen. Und dann wurde sinnbildlich ihre Schuld, die Schuld des Menschen, auf das unschuldige Tier übertragen. Und das Tier wurde dann sozusagen unter der Hand des Menschen getötet. Das war sehr ungerecht. Warum? Aber sinnbildlich wurde die Sünde auf das Tier übertragen und dadurch konnte der Mensch leben, ohne zu sterben. Und genauso auch im Neuen Testament. Gott hat keine Freude daran, einfach seine Schöpfung leiden zu lassen oder Tiere leiden zu lassen, sondern er selbst nimmt Menschengestalt an. Er selbst kam auf diese Erde und er selbst nahm die Sündenheit der Menschheit auf sich. Und das heißt in der Bibel über Jesus, er, der die Sünde nicht kannte, er kannte keine Sünde. Er kannte es nicht, egoistisch und selbstsüchtig zu sein. Er kannte es nur, selbstlos zu sein, liebevoll zu sein. Er, der die Sünde nicht kannte, heißt, so heißt es in der Bibel, er wurde zur Sünde gemacht. Er hat nicht nur die Sünde auf sich genommen, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Gott nahm die ganze Sünde, das ganze Virus zusammen, legte es auf Jesus und bestrafte Jesus und gab seinen Sohn auf Jesus, damit wir Menschen frei sind von dieser Strafe. Jesus trank diesen Kelch. Und hier merken wir das erste Mal, dass es so schwierig war, dieser Kampf, dass wir das erste Mal von Jesus hören, dass er überhaupt ein Ich hat. Davor sagt er immer, das, was der Vater, was ich den Vater sehen tue, das tue ich auch. Was ich ihn hören, was er mir sagt, das sage ich auch weiter. Und wir hören nicht, dass Jesus seinen eigenen Willen hat. Aber hier ist das erste Mal, weil diese Strafe so schlimm ist, so furchtbar ist, dass er selbst darunter anfängt zu leiden. Aber er bleibt treu, er bleibt ohne Sünde. Und das heißt in der Bibel sogar, und er lernte Gehorsam. Er blieb treu bis in den Tod. Er starb für uns, damit wir nicht sterben brauchen. Und in dem Moment, wo wir an Jesus glauben, an den Messias glauben, an den Erlöser, den versprochenen Erlöser glauben, da machen wir eigentlich sinnbildlich genau das, was die Menschen damals mit dem Schaf gemacht haben oder mit dem Tier gemacht haben. Wir legen unsere Hand an Jesus und in diesem Moment passiert etwas Übernatürliches. Unsere Sünde, unsere Schuld wird auf Jesus übertragen und er trägt unsere Strafe. Das haben viele Menschen erlebt. Ich habe das erlebt, als ich das erste Mal das in meinem Leben erlebt habe und meine Knie gebeugt habe und an Jesus geglaubt habe, habe ich so eine Befreiung erlebt in mir. Das war das beste Ereignis meines Lebens, ehrlich gesagt. Da bin ich zum Leben gekommen, da ist neue Power in mich hineingekommen, neue Hoffnung in mich hineingekommen. Und immer wieder, wenn ich strauchle und falle, merke ich, wenn ich zu Jesus kommen kann, kann ich wieder, immer wieder diese Vergebung und diese Gnade erleben und erfahren. Bin ich frei vom Egoismus? Nein, bin ich nicht. Aber ich habe jetzt einen Stellvertreter, der meine Schuld wegnimmt und Gott mir diese Schuld nicht mehr zurechnet. In Jesaja, ich lese nochmal ein Vers oder ein paar Verse aus Jesaja vor. Das wurde 700 Jahren vor Jesus Christus geschrieben. Ich habe einmal dieses Kapitel im Konfi-Unterricht gelesen, also mit 13-, 14-Jährigen. Und da meinte dann plötzlich ein Mädel zu mir, hä, lesen wir gerade das Neue Testament? So, nee, das ist das Alte Testament. Das wurde 700 Jahre vor dem Kommen des Messias geschrieben. Und ich möchte gerne daraus vorlesen. Er war verachtet. Hier wird über den Messias erzählt, wie der Messias sein wird. Also eine prophetische Vorhersage, wie der Messias wirken wird und auftauchen wird. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, oder auch das Wort hier, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen, wir wissen, Jesus wurde ausgepeitscht, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir warten uns jeder auf seinen eigenen Weg, Egoismus, eigenen Weg.
Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Jesus war besorgt, Jesus hatte Angst vor dem Zorn Gottes, damit wir Menschen ewigen Frieden mit dem Vater haben können. Und er hat den Vater gefragt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, einen Impfstoff zu erschaffen gegen die Sünde, so bitte lass diesen Kelch doch vorübergehen. Er betet das dreimal, der Kampf war heftig. Herr, wenn es einen anderen Weg gibt, ohne dass ich diesen Kelch trinken muss, so lass ihn vorübergehen. Jesus wollte den Zorn Gottes nicht erleben. Er wollte nicht die Trennung von dem Vater erleben. Doch er tat es um unseretwillen, weil er uns Menschen liebte. Und er ist dafür in diese Welt gekommen, um unsere Schuld, unsere Sünde, unseren Egoismus, unser Vergehen zu tragen. Und jeder, so heißt es in der Bibel, jeder, der daran glaubt, wird diese Vergebung, diese Befreiung von dieser Krankheit erleben und erfahren. Und es gibt kein schöneres Erlebnis wie das. Ich wünsche euch allen, die ihr gerade zuhört, ja, Gemeinde, Freunde, Zuhörer, egal wer ihr seid, denkt mal über euer Leben nach. Guckt mal, habt ihr diesen Frieden? Habt ihr diesen Frieden mit Gott? Durch Jesus Christus, durch den Messias, habt ihr ihn angenommen? Habt ihr eure Sünden ihm bekannt? Und habt ihr diesen Frieden bekommen? Den Frieden, der größer ist, unsere Vernunft, unser Verstand, der euch im Leben begleitet. Das wünsche ich euch uns allen in dieser Zeit der Krise, in dieser Zeit, wo Menschen Angst und Sorge haben, dass wir Frieden haben mit Gott. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, Herr, dass du für uns gekämpft hast, Herr. Und da, wo wir Menschen am Schlafen sind, am Pennen sind, da warst du treu und gehorsam. Danke, dass du die Sünde auf dich genommen hast. Danke, dass du zur Sünde geworden bist und dass du uns unsere Schuld vergeben hast. Herr Jesus, ich danke, dass wir ganz einfach zu dir kommen können und dass wir durch dieses Wunder, indem wir deinen Namen anrufen und an dich glauben, diese Vergebung erleben können. Danke für die Freiheit, die du uns schenkst, für die Freude, die du uns schenkst, die daraus entsteht. Herr, ich bitte dich, dass du jeden Zuhörer, die Gemeinde und auch die Welt segnest, Herr, und dass die Welt diesen Frieden erleben kann. Den Frieden mit dem himmlischen Vater. Im Namen Jesu. Amen. Ja, ich bedanke mich vom ganzen Herzen für eure Ausdauer, fürs Zuhören. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch hier als Team auf jeden Fall gottesreichen Segen für den heutigen Tag, für diese Zeit. Wir wünschen euch viel Frieden und wir möchten viele Zeugnisse hören von euch, dass ihr es auch erlebt habt, dass diese Furcht gegangen ist und dass ihr frei geworden seid und dass ihr einfach neue Hoffnung bekommen habt, weil das ist das, was wir euch wünschen und das ist der einzige Weg, den wir kennen und das ist das Einzige, was bei mir auch funktioniert hat und bei vielen anderen, die ich getroffen habe, wirklich funktioniert hat, wo sie sagen konnten, ich habe diese Freiheit erlebt und es gibt nichts Schöneres als das. Also im Namen Jesu segnen wir euch und wünschen euch noch einen schönen Tag.